Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Robert-Koch-Institut hat die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie als sehr besorgniserregend bezeichnet. Das Ansteckungsrisiko für Ungeimpfte oder nicht vollständig Geimpfte wird von hoch auf sehr hoch eingestuft. Das geht aus dem neuen Wochenbericht des RKI hervor. Für Geimpfte bleibt die Risikobewertung bei moderat, erhält aber den Zusatz ansteigend. Das Institut warnt zudem vor einer Überlastung der Intensivstationen. Bei den Neuinfektionen gibt es einen neuen Höchstwert. Dem RKI wurden 37.120 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind knapp 12.500 Fälle mehr als vor einer Woche. Allerdings könnten Nachmeldungen wegen des Feiertags eine Rolle spielen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt demnach auf 169,9 pro 100.000 Einwohner. Das übertrifft den höchsten Inzidenzwert der dritten Welle im Frühjahr. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in Deutschland fordert die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer eine bundeseinheitliche Rechtsgrundlage. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF äußerte sie aber auch Verständnis dafür, dass die epidemische Notlage am 25. November ausläuft. Alle Ministerpräsidenten hätten damit leben können, wenn die epidemische Lage weiter verlängert worden wäre. Aber wenn der Deutsche Bundestag zu der Erkenntnis kommt, dass es rechtlich sehr schwierig ist, sie aufrechtzuerhalten, warum? Wir haben nicht die gleiche Situation wie im letzten Jahr. Wir haben bei den Erwachsenen fast 80% durch Impfung. Jeder Mensch kann sich impfen lassen. Dann ist es wichtig zu sagen, jawohl, aber wir brauchen gesetzliche Grundlagen, um die Maßnahmen weiter ergreifen zu können, die natürlich nicht so einschneidend sind wie in den letzten Jahr. Aber wir haben auch eine andere Situation. Und deshalb sage ich, wir müssen weiter intensiv impfen können, wir müssen boostern können mit absolutem Hochdruck und wir müssen die vulnerablen Gruppen stärker schützen können. Die Monopolkommission fordert von der künftigen Regierung die Aufspaltung der Deutschen Bahn. Der Vorsitzende des Beratungsgremiums der Bundesregierung für Wettbewerbsfragen, Kühling, sagte der Süddeutschen Zeitung, dies wäre enorm wichtig für die Verkehrswende. Die Kommission empfiehlt demnach zwei voneinander unabhängige Unternehmen. Auf der einen Seite die Deutsche Bahn, zuständig für den Transport von Passagieren und Gütern. Auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die das Schienennetz betreibt. In Mexiko geht die Nationalgarde zunehmend gegen Migranten vor. Im Südwesten kam es dabei zu Auseinandersetzungen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Tausende Flüchtlinge aus Mittelamerika, Kuba und Haiti versuchen derzeit über Mexiko in die USA zu gelangen. Menschenrechtler kritisieren das harte Vorgehen der Polizei und sprechen von einer regelrechten Menschenjagd. Freistilschwimmer Florian Welbrock hat erstmals einen internationalen Titel auf der Kurzbahn geholt. Im russischen Kasan sicherte sich der Magdeburger den Europameistertitel über 1500 Meter. Florian Welbrock, Daumen hoch nach der Goldmedaille von Kasan. 1500 Meter Freistil, es ist seine Paradestrecke im Becken. Hier hat der Magdeburger in Tokio bei Olympia Bronze geholt. 60 Bahnen im Duell mit dem ewigen Rivalen Gregorio Paltrinieri aus Italien. Der Freiwasser-Olympiasieger Welbrock führt von Beginn an und schwimmt knapp am Weltrekord vorbei. Sein Teamkollege Sven Schwarz aus Hannover holt überraschend Bronze. Florian Welbrock knackt den deutschen Rekord und ist nun Europameister. Sein erster internationaler Titel auf der 25-Meter-Bahn. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute vom Osten bis in den Südwesten starke Bewölkung und gebietsweise Regen, sonst teils dichtere Wolken, teils Sonne und nur vereinzelt Schauer. Höchstwerte 5 bis 13 Grad. Und die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Hier geht's weiter mit Live nach 9 mit Anne Wilmes und Tim Schreder. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.